Am 29. März fand zum 8. Mal der Fackelzug gegen das Bauvorhaben im Hörndlwald statt. Das Event wurde von den Bürgern gut angenommen. Über 2000 Personen kamen in Summe zu den Veranstaltungen. Letzte Woche hatten wir einen Termin mit der Bezirksvorsteherin, mit der Silke. Da ist rausgekommen, dass es gar nicht so schlecht jetzt einmal ausschaut, dass einmal bis zur Wahl hier gar nichts passiert. Aber sie hat jetzt schon mit den Betreibern so viel herausgehört, dass die schon sehr den Schwanz einziehen und richtig Angst bekommen, dass einmal die Roten und die Grünen sich eigentlich nicht gedacht haben, dass wir hier so einen Widerstand schaffen. Mit dem haben sie einfach nicht gerechnet. Sie haben gedacht, sie bauen da ein Projekt mit dem Marshall Burnout Klinik, Sozialbedürftige. Und das muss man eigentlich als Mitbürger akzeptieren. Wir akzeptieren ja auch das Projekt selber, aber nicht den Standort. Also wir haben immer gesagt, wir haben nichts gegen kranke Leute, wir sind im Grunde genommen da, um Leuten zu helfen, aber nicht bitte hier in einem Naturschutzgebiet. Hietzing hat genug Plätze, wo man das hinbauen kann, dieses Projekt. Wir müssen weiter Druck machen über unsere Bewegung, über unsere Bürgerbewegung, über die Medien und über unsere Aktionen. Wir haben jetzt so um die 100 Mitglieder innerhalb von knapp nicht einmal 2 Monaten. Für unseren Verein, das ist schon ein Wahnsinn. Wir müssen bitte noch größer werden, ja? Weil nur durch Gemeinsamkeit, nur wenn wir alle gemeinsam zeigen, was wir wollen, können wir auch was erreichen. Also jeder ist herzlich gerne eingeladen, unserem Verein beizutreten. Jeder, der uns helfen kann, der etwas weiß bezüglich Bereiche Bau, bezüglich Bereiche Natur, ja, der sich hier wirklich gerne einbringen möchte, der das Know-how hat, ist auch hier gerne bei uns gesehen. Einfach auf einen von uns zukommen, ja, und sich einbringen. Wir sammeln alle Adressen, wir brauchen eure Adressen, damit ihr auch von uns hört, was wir in nächster Zeit planen. Weil es ist einiges. Also wir haben unter anderem einen Orientierungslauf vor. Es wird ein Blumenfest geben, das wird dann am Mamatag sein. Also da haben wir auch für die Mamas dann was Besonderes vor. Wir haben eine Feldmesse, bitte. Das wird von der ÖVP wird das gesponsert. Da wird dann der Faber, der Toni Faber kommen und wird diese Feldmesse auch halten. Und da wird es auch Rumtata-Musik geben. Also wir planen wirklich einiges. Und die Feldmesse ist am 24.05. Am 24. Mai ist zum Beispiel diese Feldmesse. Pfingstsonntag. Am Pfingstsonntag, ja. Und es wird dann auch noch ein Picknick geben und das Größte, was wir machen, das ist auch, der Toni Bolster hat uns ja zugesichert, dass er uns auch helfen will und dass er mit uns gemeinsam ein Promi-Fußballspiel auf die Beine stellen möchte. Und in dem Zusammenhang wird es dann hier ein riesengroßes Fest geben, auch für die Kinder wird es dann so eine Olympiade geben und da sind natürlich auch wieder alle herzlich gerne eingeladen. Also ihr seht, ja, es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, wir alle machen das hier freiwillig, wir stehen hier. Es wird niemand hier dafür bezahlt, dass wir das hier machen. Ja, und das ist eigentlich eine wahnsinnig tolle Sache. Es ist jede Menge Energie. Und die müssen wir über die nächsten Monate weitertragen, damit das da unten nicht realisiert wird. Danke. Wir sehen uns dann. Wir machen heute ganz kurz nur einen Fackelzug um den Sportplatz, wo der Gotthard wieder die Führung übernimmt, unter zum Platz, wo das Objekt nicht entstehen soll oder nicht gebaut werden soll. Und machen heute Guerilla Gardening, heißt die Aktion. Wir werden heute neben unserem letzten Fackelzug auch ein ganz deutliches Zeichen setzen, weil das wollen wir hier. Natur statt Beton. Ja, und deswegen haben wir dieses Guerilla Gardening heute, wo wir zeigen der Stadt Wien, wir wollen Natur. Wir wollen renaturieren, wir wollen, dass hier für die nächsten Generationen das alles hier erhalten bleibt. So schwierig ist das. Jetzt seid ihr dran. Also ich gehe in den Hörndlwald seit 20 Jahren, schon früher mit einem Riesenschnauzer und jetzt eben mit den Hunden. Und früher wollte man schon einmal den Hörndlwald verbauen für eine Supermarktkette. Das ist abgewendet worden und jetzt stelle ich mich wieder dagegen hin. Genauso wie damals auch gegen die Verbauung von der Stopfenreuther auch. Und da habe ich einfach jetzt mein Netzwerk aktiviert, die Pfadfinder und auch andere von Facebook. Und jetzt schauen wir eben, dass wir das wirklich abwehren können, weil das ist einer der wenigen Naturschutzgebiete da noch in Wien, die erhalten bleiben und die dürfen nicht verbaut werden. Wenn ein Stück hier verbaut wird, dann wird irgendwann eine Verbindung zum Leinzer Krankenhaus gebaut und dann ist es vorbei mit dem Hörndlwald. Und das lasse ich persönlich nicht zu. Und das setzt mir ein, wie es nur irgendwie geht. Ich habe das tiefe Gefühl in mir, dass ein wunderbares Projekt einfach am falschen Ort, dort im Hörndlwald, gebaut werden soll.
Und zwar aus einem einfachen Grund weiß ich das, weil das Projekt dort im Hörnlwald hineingezwickt wird, Therapieräume im Keller sind und das ist für Menschen, deren Psyche im Keller ist, ganz, ganz schlecht. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich selber vor 12 Jahren so ein Burnout, eine tiefe Depression hatte. Zum Zweiten muss ich sagen, ganz in der Nähe gibt es leerstehende Pavillons im Lenzer Spital, im ehemaligen, wie immer es jetzt heißt. Dort ist eine Möglichkeit. Und Wien ist unglaublich groß und da gibt es bessere Standorte. Das ist meine Meinung. Also ein gutes Projekt, einfach am falschen Platz. Meine Enkelin und mein Sohn ist ja immer, wir haben gedacht, heute muss ich sogar mal hergehen.